Der Prophet Elia hat das ganze Volk Israel und den König Ahab auf den Karmel bestellt für einen Gottesbeweis. Hat den Altar wieder aufgebaut und hat gebeten, dass Gott Feuer vom Himmel oben abschickt. Und alle Menschen haben wieder an Gott geglaubt. Dann ist er auf den Karmel hoch, hat gebeten, dass es Regen geben möge nach 3,5 Jahren Dürre. Was dann auch passiert ist. Alle haben Freude gehabt. Nur der König Ahab nicht und vor allem seine Frau gesehen. Die ist verrückt worden und hat dem Elia eine Morddrohung geschickt. Der Elia hat Angst bekommen und ist geflüchtet in den Süden, in die Wüste, nach Beersheba. Unter einen Ginsterstrauch gelegen und will sterben. Er kann nicht mehr, er mag nicht mehr, er will nicht mehr. Aber Gott hat ihm einen Engel geschickt und damit gestärkt, der ihm zu essen und zu trinken gegeben hat, damit er weiterläuft bis zum Berg Horeb am Gottesberg in der Wüste Sinai. Wieder geht er in eine Höhle hinein, er mag nicht mehr, er kann nicht mehr, er will nicht mehr. Aber Gott will sich ihm zeigen, will an ihm vorübergehen. Zuerst kommt ein grosses Feuer, Erdbeben, dann Sturm. In all dem ist Gott nicht. Und dann kommt ein feines Säuseln des Windes. Dann merkt Elia, dass Gott bei ihm ist. Und dass es ja noch 7000 andere Männer gibt, die ihre Knie nicht gebogen haben vor dem Götzbaal. Und so ist der Elia am Schluss von seinem Leben unterwegs gewesen mit seinem Nachfolger am Elisha. Sie haben vieles miteinander erlebt, bis am Schluss der Elia von einem Feuerwagen im Himmel auf entrückt worden ist. Und im Neuen Testament heisst es, Elia war ein schwacher Mensch wie wir und er betete, und Gott ließ es regnen.